Herzlich willkommen, ich bin Ulrike Theuerl und begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Frastanz aktuell. Ausblicke auf kommende Termine, Interessantes aus der Pfarr- und Marktgemeinde und vieles mehr erwartet Sie in unserer heutigen Sendung. Kurz und schön. Unter diesem Motto eröffnet die Aquamühle Vorarlberg in der Energiefabrik an der Samina ein neues Geschäft. Links neben der Post sind ab Dezember die Türen für die Kunden geöffnet. Wer zum Beispiel noch ein schönes handgemachtes Weihnachtsgeschenk sucht, ist hier an der richtigen Adresse. Putzige Stofftiere, warme Wollmützen und flauschige Kissen passen in die kalte Jahreszeit. Wir haben uns vor Ort einmal umgesehen. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Dabei gsi. Mein Name ist Markus Brunner, ich arbeite bei der Aquamühle Vorarlberg, bin Abteilungsleiter im Bereich industrienahe Fertigung. Zu diesem Bereich gehört auch diese Textilwerkstatt dazu, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und in diesem Bereich entsteht dieser Laden Kurz und Schöß, wo wir die Möglichkeit haben, die Angebotspalette, die handgemachten Produkte von Aquamühle zu präsentieren. Also wir haben ein Gewinnspiel vorbereitet, also am 1. Dezember für die Eröffnung. Das ist gerade das Rad. Das ist noch in Arbeit. Man gewinnt immer ganz einen tollen Preis, also man geht nie leer aus. Und dann gibt es noch Kaffee und Kuchen und Snacks. Und natürlich ganz viele schöne Arbeiten, was die Leute da in der Produktion so gemacht, also im Werkraum und ja, in der Näherei. Also es gibt wirklich viel mehr Zeug, wie es da jetzt ist. Viele Taschen und schöne Weihnachtssachen, viel Dekoration. Also es lohnt sich zum Vorbeikommen, zum Schauen. Alles Bio und beste Qualität. Hallo, ich bin die Gabriela Zehentner, bin seit 5 Jahren bei der Aquamühle und leite die Textilwerkstatt. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt endlich einen Laden haben, Kurz und Schöß, wo die unglaubliche Vielfalt der Aquaprodukte präsentiert und verkauft werden kann. Wir arbeiten die unterschiedlichsten Produkte rund um Textilien, gestricktes, gehäkeltes, genähtes, teilweise auch mit Papier, Karten geklebtes, sodass eigentlich für jede unserer Mitarbeiter irgendeine Tätigkeit dabei ist. Und das ist was ganz Wertvolles und Wertschätzendes, dass die Klienten jetzt auch wirklich im Verkauf beteiligt sein können, beziehungsweise auch erleben, wie ihre Produkte, das, was sie tagtäglich in den Werkstätten machen, verkauft werden kann.
Schmölzer Silvia, komme aus Frastenz und bin circa 12 Jahre schon bei Aquamühle in verschiedenen Bereichen tätig und circa seit 5 Jahren im Bereich Textil. Mir macht es sehr viel Freude, mit den Klienten irgendetwas zum Schaffen, Produkte zum Erstellen, wo wir in unserem Lädel jetzt bei Gut und Schöss verkaufen können. Es tät uns wirklich freuen, wenn ihr mal zu uns ins Lädele kommt und die Produkte, die verschiedenen, anschauen. Gerade jetzt vor Weihnachten haben wir so Kleinigkeiten oder Kissen. Schauen Sie euch einfach einmal an bei uns. Großer Andrang herrschte auch dieses Jahr wieder beim Adventkranzbinden im Haus der Begegnung. Die beliebte Veranstaltung wird alljährlich vom Arbeitskreis Lebendige Familie der Pfarre Frastenz organisiert. Bei Mandarinen und Keksen versammelten sich die großen und kleinen Besucher im Anschluss zum geselligen Teil dieser bereits traditionellen Veranstaltung in Frastenz. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Das beliebte Nikolausturnen der Turnerschaft Frastenz findet dieses Jahr am Donnerstag, dem 8. Dezember ab 15 Uhr in der Turnhalle der Mittelschule Frastenz statt. Auch heuer werden wieder akrobatische Meisterleistungen und vieles mehr geboten. Herzliche Einladung an alle Interessierten. Lolo heißt der Film, der im Rahmen der Reihe Kino vor Ort am Freitag, dem 9. Dezember um 19.30 Uhr im Haus Domino am Kirchplatz gezeigt wird. Die französische Komödie handelt von der Urlaubsliebe einer Frau in den Mitvierzigern und von den darauf folgenden Verwicklungen. Mehr Infos finden Sie auf der Homepage der Marktgemeinde unter www.frastenz.at. Wir sind nun am Ende unserer Terminübersicht. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastenz aktuell. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Stimmungsvolle Weihnachtsmelodien und der beleuchtete Weihnachtsbaum im Gemeindepark sorgten auch in Frastenz für einen besinnlichen Start in den Advent. Wir haben uns vor Ort beim Advent im Park einmal umgesehen und uns selbst ein Bild gemacht. Willkommen zum Advent im Park. Zum 8. Mal haben wir die Veranstaltung schon und sie hat sich schon mittlerweile sehr gut im Ort etabliert. Angefangen hat es damit, dass wir hier im Park eine Tanne hatten, die haben wir so umgetan, weil sie krank war. Und dann ist ein großer Aufschrei durchs Dorf gegangen, die Tanne hat allen gefehlt. Und deswegen stellen wir jetzt hier einen Christbaum auf, beleuchten da und machen das mit dieser Veranstaltung. Und die Veranstaltung dient natürlich einem guten Zweck. Wir sammeln jedes Jahr gemeinsam mit dem Weltlader für die Stunde des Herzens für ein Kind, das schwer krank ist und das dringend Hilfe benötigt. Diesmal sammeln wir für die Leonie, die ist 2,5 Jahre alt und kommt aus dem Mund davon. Als Programm haben wir verschiedene Musikgruppen, die spielen gratis umsonst für einen guten Zweck. Und da kommt auch einiges Geld zusammen und wir können der Familie helfen.
Ja, wir spielen heute mit einer kleinen Abordnung vom Musikverein Frastanz, da beim Frastner Advent. Wir spielen da gern und jetzt hier mit, weil es, denke ich, ein toller Beitrag fürs Dorf ist. Gerade auch, weil es für einen guten Zweck ist, mit Stunde des Herzens, sind wir natürlich immer gern mit dabei. Ich bin mit meiner Familie da und finde es super, dass die Pfarrschner das hier veranstalten zu einem guten Zweck und ja, dass die ganzen Leute von Frastanz so ein bisschen zusammenkommen und ein feines Glühmöschli und eine gute Wurst miteinander essen. Gemeinsam mit den Kindern zählen wir jetzt den Countdown von 3 rückwärts und entzünden den der wunderschöne Christbaum hier im Park von Frastanz. Und 3, 2, 1, los! Bravo! Wie kommt der Nikolaus zu den Kindern nach Hause? Wir wollten es genau wissen und trafen uns mit den Verantwortlichen des Nikolaus-Teams der Pfarre Frastanz. Einen schönen guten Abend wünschen wir euch. Ich möchte euch ein bisschen uns vorstellen. Ich bin der heilige Nikolaus und neben mir, das ist mein Knecht, der Knecht Ruprecht. Und der Knecht Ruprecht, das ist ein ganz toller Mann, der hilft mir, wenn wir jetzt zu der Kind rausgehen und der Kind Süßigkeiten und vielleicht auch ein kleines Geschenk bringen. Ich freue mich ganz besonders heute Abend, wenn wir Kinder draussen ein Lied singen, ein Gedicht vortragen oder sonst eine kleine Sache, die sie basteln, entsorgen. Ich bin auch sehr erfreut, wenn Kinder auch ein Lied oder ein Musikstück auf einem Instrument spielen können. Aber was mich ganz besonders freut, das ist das Glaserholz. Das Glaserholz, das hat man in der Schule oder im Kindergarten, hat man das gekriegt und da dürfen Mama, Papa oder auch Kinder eine Kerbe reinmachen, wenn sie brav sind oder wenn sie eine gute Tat haben. Und das ist immer ein Zeichen, dass man etwas Gutes gemacht hat in der Vorweihnachtszeit. Und da bin ich jetzt schon richtig gespannt drauf, wie viele Kinder, wie viele Kerbe reingemacht haben. Und auf das freue ich mich jetzt. Und wir zwei legen jetzt los und gehen die Kinder besuchen. Wir wünschen euch noch eine schöne Adventszeit, eine schöne Zeit miteinander und gelobt sei Jesus Christus. Grüß Gott miteinander, ich bin Barbara Frick und ich möchte euch heute das Nikolaus-Team der Pfarre Frastanz gern vorstellen. Seit 2011 helfen Beatrix Bedott, Michaela Reisch, Carmen Winkler und ich am heiligen Nikolaus,
damit er viele Kinder in Frastanz besuchen kann und ihnen die Geschichte vom heiligen Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht nachbringen kann. Unsere Tätigkeit fängt bereits im Oktober schon an. Sprich, wir schreiben die Anmeldeformulare und verteilen sie in den verschiedenen Läden in Frastanz oder wir machen es publik in den verschiedenen Medien. Dann müssen wir natürlich die ganzen Anmeldungen wieder einsammeln und dem Nikolaus helfen, damit er weiß, bei welchem Kind er anfangen muss und dass er auch niemanden vergisst zum Besuchen. Wenn dann der Tag um ist, am 6. Dezember, dann wir das Häs vom Nikolaus alles wieder schön herrichten, damit es für nächstes Jahr wieder gerichtet ist. Der Nikolaus besucht immer am 5. und am 6. Dezember Kinder in Frastanz. Er besucht 110 Familien, das sind zwischen 400 und 500 Kinder. Und er freut sich ganz besonders, wenn die Familie zusammensitzen und die Oma, der Opa, Mama, Papa, alle Kinder und vielleicht noch Verwandte, Tanten und Onkel dabei sind. An diesen zwei Tagen werden nicht nur Kinder beschenkt, auch der Nikolaus wird reich beschenkt. Er kriegt von den Kindern Zeichnungen oder Basteleien oder sie gehen ihm aus Klosenhölzle. Und Lieder werden vorgesungen oder Gedichte aufgesehen. Und das Geld, was jede Familie spendet, das geben wir dann an einen guten Zweck. Zum Beispiel einer Familie aus unserer Umgebung, die es einfach braucht. So haben wir zum Beispiel geholfen, einem Kind einen Rollstuhl zu mitfinanzieren.